Das sind die coolsten Huggy Wuggy Mommy Longlegs Poppy Playtime Lego Sets. Du willst das Video auf jeden Fall bis zum Ende gucken, denn sowas Cooles hast du noch nie gesehen. Ich habe selber fast nicht geglaubt, Leute, aber schaut es euch doch mal an. Wir haben hier einfach fast Huggy Wuggy, Kissy Missy, Leute, Scary Larry, einfach alle am Start. Und dann sind das so Lego Sets mit Anleitung sogar, wie man die zusammenbaut. Leute, hier ist mein Geld. Gebt her, ich will das kaufen. Wie cool ist das bitte schön gemacht, Leute? Guck mal, jetzt hier wird anscheinend schon mal direkt losgelegt, Leute, mit dem Bauen. Und zwar wird jetzt hier das Huggy Wuggy Lego Set gebaut, ne? Und wir werden auf jeden Fall heute sehen, wie jedes Lego Set gebaut wird. Wird auf jeden Fall auch sehr, sehr schnell gemacht, Leute. Deswegen keine Sorge, schaut auf jeden Fall dafür bis zum Ende. Dann wisst ihr auf jeden Fall, wie jedes Poppy Playtime Lego Set aussieht. Und das ist schon mal Huggy Wuggy, Freunde. Okay, also Huggy Wuggy wird jetzt hier auf jeden Fall gebaut. Und der sieht auf jeden Fall echt richtig, richtig cool aus, würde ich sagen. Na, wir gehen auf jeden Fall direkt schon mal weiter zu Mami Lo... Nee, zu Kissy Missy. Ah, und guck ich jetzt mal hier das Ganze an. Das heißt, hier, das wird jetzt hier gebaut, Leute. Und dann steht so Make a Friend und dann Kissy Missy. So wie es auf jeden Fall sein soll. Und Leute, schaut euch bitte schon mal diesen Lego-Charakter an. Der sieht so richtig cool aus, ne? Ich meine, das ist. Okay, oder oh, das ist der Lila Huggy Wuggy, Leute. Kann auch sein, dass es gar nicht Kissy Missy ist, sondern einfach nur Purple Huggy, Leute. Also ich dachte, es wäre Kissy Missy. Aber vielleicht sehen wir auch noch Kissy Missy, Leute. Kann natürlich auch sein. Aber es sieht. Oh mein Gott, das sieht so richtig cool aus, Leute. Ich meine, schaut euch das mal an. Das ist Purple Huggy, Leute. Einfach in Lego-Form. Also ich kann davon auf jeden Fall gar nicht genug haben, so wie ich das gerade angucke, ne? Aber wir gehen auf jeden Fall schon mal weiter zu dem nächsten Charakter, Leute. Deswegen, das war auf jeden Fall der Purple Huggy. Und jetzt haben wir als nächstes, Leute, ich bin gespannt, wir haben als nächstes... Wow, wir haben einfach Dingens, den roten Huggy Wuggy, Leute. Oder ist es Scary Larry? Kann natürlich auch Scary Larry sein, ne? So, die Power ist auf jeden Fall an. Und Scary Larry, beziehungsweise, okay, roter Huggy Wuggy, Leute. Sieht auch richtig cool aus, ne? Der hat diesmal sogar anscheinend irgendwie so ein anderes Gesicht bekommen, muss ich sagen. Sieht auf jeden Fall deswegen auch echt mega, mega nice aus. Und hätte ich gar nicht gedacht, dass der auch so cool aussehen kann. Aber warum ist denn der rechte denn so? Warum hat der denn einen gelben Mund, Leute? Ich kenne gar keinen Huggy Wuggy, der einen gelben Mund hat. Oder ist das so, Leute? Ich weiß gerade gar nicht. Muss ich gerade mal überlegen. Aber es sieht, ey, ohne Spaß, das sieht so richtig cool aus, ne? Ich wünsche, ich könnte davon jetzt gerade alle selber bauen. Aber ich würde sagen, Leute, wir gehen direkt schon mal weiter zu dem nächsten Huggy Wuggy. Beziehungsweise kann ich schon sagen, dass wir direkt zum nächsten Poppy Playtime-Figur gehen. Und zwar haben wir jetzt hier, oh mein Gott, den grünen Huggy Wuggy. Und der wird jetzt hier anscheinend so hingebaut, Leute. Mit dieser Laterne. Okay, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und dann haben wir einfach hier den grünen Huggy Wuggy, Leute. Ey, der sieht ja richtig cool aus. Guck mal, der zwinkert sogar so auf seinem linken Auge. Ne? Er macht da so Zwinker, Zwinker. Und der, oha, der geht ja rechts richtig ab, Leute, der Huggy Wuggy. Der ist ja richtig, aber er sieht eigentlich ein bisschen freundlich aus, würde ich sagen. Ne? Findet ihr nicht, dass er ein bisschen freundlich aussieht? Aber schon sehr wild gemacht. Ne? Also eine Lego-Figur mit Huggy Wuggy, muss ich schon sagen, sehr, sehr wild. Aber ich würde mal sagen, Freunde, wir gehen direkt schon mal weiter zu der nächsten Figur, Leute, denn wir haben jetzt hier nämlich als nächstes eine weitere Poppy Playtime-Figur. Die kommt jetzt auf jeden Fall jetzt hier ins Bild, Leute, und da können wir sehen, das ist auf jeden Fall jetzt hier die... Was ist das denn? Das ist der Anzug, Leute. Das ist der Anzug mit den Händen. Wow, was? Wie cool ist das denn? Ist mal an, jetzt hier ist anscheinend der Spieler, the Player, Freunde, von Poppy Playtime. Der hat einfach den roten Handschuh und den blauen Handschuh. Und das sieht ja übertrieben cool aus, Leute. Hätte ich nicht gedacht, dass es so cool aussieht, ne? Also echt schon sehr, sehr wild gemacht, Leute. Aber der nächste Charakter wird direkt schon gezeigt, und zwar Killy Willy, Freunde. Also wenn da jetzt hier schwarzer Huggy Wuggy steht, dann ist es auf jeden Fall falsch, oder? Weil das ist auf jeden Fall Killy Willy. Und jetzt wird hier anscheinend der Zug so zusammen gemacht. Und dann kann man auf jeden Fall sehen, dass das jetzt auch oben steht als Schrift, Leute. Killy Willy, ne? Oh mein Gott, habt ihr den Clip gesehen? Der sieht richtig böse aus, Leute, Killy Willy. Oh Gott, nein. Er hängt mit seiner Hand da fest. Oh Gott, Leute. Seine Hand hängt fest. Ist ja fast wie Mami Longlegs. Oh, Killy Willy, halt dich fest. Nein. Killy Willy. Oh, oh Gott. Also jetzt auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, die Lego-Figur sieht richtig, richtig cool aus, ne? Also das auf jeden Fall jetzt schon mal Killy Willy, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen direkt schon mal weiter zu der nächsten Figur. Und zwar jetzt, Leute. Jetzt haben wir nämlich nicht den Purple Huggy, sondern endlich Kissy Missy. Und die sieht natürlich ein bisschen anders aus, ne? Und die sieht echt, Leute, die sieht richtig cool aus. Ich will, guck mal da. Kissy Missy Poppy Playtime. Hallo Kissy Missy. Sieht richtig cool aus, Leute. Also das hätte ich nicht gedacht, dass die Kissy Missy so gut hinbekommen in der Lego-Form. Ich meine, die haben die Schleife hier, die haben auf jeden Fall das Grinsen, sie haben sogar hier die Wimpern, Leute, die so gemacht wurden. Also Kissy Missy sieht auf jeden Fall richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Also hätte ich nicht gedacht, dass die Kissy Missy so gut hinbekommen, ne?
Auf jeden Fall großen, großen Respekt, Leute. Ich würde aber sagen, wir gehen direkt schon mal weiter zu dem nächsten Charakter, der jetzt kommt. Und glaubt mir, der Charakter ist nämlich richtig cool jetzt hier. Das war auf jeden Fall jetzt Kissy Missy, Freunde. Und jetzt haben wir einen neuen Charakter, Leute. Und zwar, wir haben einfach Poppy, Leute. Das ist einfach Poppy vom Poppy Playtime. Oh mein Gott, die sieht so cool aus, ne? Guck mal, jetzt hier wird sie auch nochmal gedreht. Man könnte es hier schon sehen. Poppy Playtime, Freunde. Und oha, die sieht ja recht richtig gruselig aus, ne? Die kleine Puppe, Leute. Ich muss sagen, die sieht eigentlich in der Lego-Figur, vor allem mit diesem Kleid, wie das gemacht wurde, eigentlich richtig nett aus, Leute. Und richtig süß. Rechts sieht so ein bisschen verstörend aus, aber links die Lego-Figur, muss ich eigentlich sagen, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also, was glaubt ihr? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Figur ihr bis jetzt schon mal am besten findet. Es kommen auf jeden Fall noch ein paar, deswegen bleibt dran. Die geheimen Figuren wollt ihr nicht verpassen, weil die kommen auf jeden Fall direkt hier nach Poppy, Leute. Oh, ich bin gespannt, welche Figuren wir jetzt haben. Und zwar haben wir jetzt hier direkt nach Poppy. Oha, guck mal, wir haben jetzt hier Hagi Wagi, Freunde. Wow, der sieht richtig cool aus. Und hier noch Purple, rote Hagi, noch viele, viele mehr. Lasst es auf jeden Fall mal ansehen, Leute, wie die jetzt hier sogar gebaut werden. Denn wir haben jetzt hier auf jeden Fall diese Figuren jetzt gerade alle am Start. Anscheinend kommen wohl noch die geheim. Ich bin mal gespannt. Aber jetzt werden wir jetzt sehen, wie die jetzt hier sogar gebaut werden, Freunde. Weil wir haben jetzt natürlich gerade erstmal alle in ganzer Form gesehen. Jetzt werden hier jetzt schön erstmal diese kleinen Barrieren gemacht, Leute. Auch hier, guck mal. Zack, das alles rauf, zack. Und dann haben wir Hagi Wagi mit der Barrierenform, Leute. Direkt weiter geht's hier mit Kissy Missy, wie jetzt so spezielle Sachen von Kissy Missy gebaut werden. Sieht bis jetzt eigentlich richtig cool aus, muss ich sagen. Mit der Hand und sowas, Leute. Jetzt hier Power On, Make a Friend und sowas. Und jetzt hier auf jeden Fall das Ding hier jetzt auch anmachen. Und jetzt kommt wieder das Ding jetzt hier ran, Leute, damit es auf jeden Fall auch wieder schön rangemacht werden kann. Und dann haben wir einfach das auch von Kissy Missy am Start, ne? Auch sehr, sehr cool. Dann gucken wir das Ganze selber von, ich glaube, das war gerade Poppy? Oder war es jetzt gerade Hagi Wagi selber, Leute? Und jetzt hier kommen jetzt die ganzen Autos und sowas, ne? Oder sogar Züge. Ey, das sieht ja richtig cool aus. Und jetzt kommen wir hier, jetzt guck mal einmal jetzt hier so einen Kreis, Leute. Und dann, ja, Poppy, Leute, oha. Und der Player, jetzt haben wir hier der Player. Und ich würde sagen, Leute, wenn das Video auf jeden Fall 5000 Likes bekommt, dann werde ich auf jeden Fall mal selber auf die Suche gehen im Internet und mir selber solche Lego-Sets kaufen und die dann auf jeden Fall mal auspacken und selber nachbauen, weil ich meine, Hagi Wagi sieht schon richtig, richtig cool aus. Hey, ja, Mann, der sieht echt richtig cool aus, ne? Also, wie die jetzt gerade alle gebaut wurden, muss ich schon sagen, bin ich sehr, sehr beeindruckt und ich würde auf jeden Fall diese Charaktere probieren, immer und immer wieder zu sehen. Das sieht richtig... Alter, auch hier der Player, Freunde. Sehr, sehr wild gemacht. Auf jeden Fall jetzt hier auch die Barrieren und sowas am Start. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Freunde, wenn ihr davon noch mehr sehen möchtet, wie wir quasi uns angucken, wie Hagi Wagi Lego Sets oder allgemeine Poppy Playtime Lego Sets gebaut werden, dann tut mir den Gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall die beiden Videos aus hier und haut da rein, Leute. Bis morgen. Ciao, ciao.